Ein ganz herzliches Hallo zu dir. Mein Name ist Sirut Sabine und ich freue mich jetzt mit dir gemeinsam hier in die Vollmondenergie am 28.10. einzutauchen. Ja, wir haben einen Vollmond mit Finsternis. Frag mich bitte nicht, was für eine Finsternis, Mond, partiell, rund, keine Ahnung, tralala, Finsternis. Schau dir bitte die entsprechenden Astrologiebeiträge dazu an, die ich hier nicht habe, aber das macht gar nichts. Ich spüre für dich mit in die Energie hinein und ich spüre, dass die Energie in diesem Herbst ziemlich kraftvoll ist. Also da kommt einiges ins Rotieren, da kommt einiges aus der Tiefe an die Oberfläche. Ich bin dabei, die November-Videos aufzunehmen, die November-Energien zu lesen und auch da, ja, passiert einiges. Ich muss echt sagen, passiert, denn ja, es zeigt sich eine ganz besondere Tiefe in diesem Herbst. Und so möchte ich jetzt hier mit dir in den Vollmond eintauchen, in die Energie eintauchen und mal hinspüren. Was möchte das Licht dieses Mondes für dich beleuchten? Also der Vollmond ist ja nochmal so ein, wie so ein Scheinwerfer in die tiefen, dunklen Bereiche. Mond im Tarot ist immer auch verbunden mit den Schattenaspekten oder mit dem, was wir uns nicht so gerne anschauen, wo wir so ein bisschen verhalten sind, ängstlich, was wir auch gerne mal wegschieben. Aber der Mond, der Vollmond und auch der Neumond, aber hier im Speziellen jetzt der Vollmond, beleuchtet nochmal. Der Neumond ist eher eine Samenlegung und der Vollmond leuchtet nochmal genau dorthin, wo du gerade stehst, was gerade Thema ist und wo es womöglich auch noch den ein oder anderen Schatten gibt. Achte bitte darauf, dass das Ganze hier ein kollektives Reading ist, dass ich mich in die Energie hier auf dem Kanal eintune und aus dem kollektiven Feld lese. Also es kann nicht für jeden passen und ja, es wird keine Fortsetzung geben, alles hier in einem Video. Wenn dich allerdings die Fortsetzungen interessieren, dann habe ich dir hier oben eine kurze Info eingeblendet. In der Kanalmitgliedschaft live hast du Zugriff auf alle Fortsetzungen, die es hier gibt. Also nicht nur die eine zu deinem Sternzeichen oder so. Also du kannst da wirklich auf alle jetzt noch erscheinenden Fortsetzungen, aber auch auf die, die schon erschienen sind, zugreifen. So, genug vorneweg geplaudert. Ich möchte jetzt erstmal hier eine Orakelkarte springen lassen für dich und dann mit 9 Tarotkarten auf unterschiedliche Bereiche schauen. Also wir machen hier eine 9er-Legung. Und ich bitte jetzt um eine klare Botschaft des Vollmondes am 28.10. hier für das Seelenkollektiv auf dem Kanal. Welche Botschaft dürfen wir hier empfangen? Welche Botschaft hat der Vollmond für uns? So, wir schauen uns das mal an. Wow, die hatte ich überhaupt noch nicht hier aus dem Deck. Die Priesterin. Wo bist du aufgerufen, vorzutreten und zu führen? Ja, dieser Satz, diese Frage geht an dich. Sie geht an uns alle.
diese ganzen spirituellen Tools, Fortbildungen, Weiterbildungen in uns, diese Schatten, Tieftauchen, all das, was wir über die vielen Jahre gelernt haben, das dürfen wir jetzt anwenden. Wir dürfen jetzt jede für sich in ihrem Licht stehen und vorangehen, anderen zur Seite stehen, ohne sie zu missionieren oder zu verändern, zu verbessern, sondern einfach nur zur Seite stehend, da seiend und ja, leuchtend vorangehen. Und wo, an welchem Platz bist du gerade aufgefordert, vorzutreten? Wo bist du aufgefordert, eingeladen von deiner Seele zu sagen, hier stehe ich, schau, ich habe die und die Sichtweise auf das Leben, das ist meine Sichtweise, schau mal, ob die vielleicht in dir auf Resonanz trifft. Bei mir ist es noch ein bisschen spezieller. Ich darf auf Einladung warten, fällt mir manchmal schwer, so als Projektorin, weil ich eben auch ganz viel sehe, wahrnehme. Also ich sehe direkt das fertige Bild, es ist immer sehr, sehr spannend. Und ja, früher habe ich da diese Sichtweise direkt rausgepoltert, momentan übe ich mich darin, auf Einladung zu warten. Aber du kannst von dieser Sichtweise profitieren, denn ich habe dir hier unten ein neues Angebot verlinkt. Next Step. Ein Tag mit mir, einen ganzen Tag sind wir verbunden per WhatsApp. Ich begleite dich in deiner Situation, auf deinem Weg. Und ja, überbringe dir Botschaften oder ja, gib dir vielleicht auch mal einen ganz liebevollen Stupser, so dass du für dich erkennen kannst, wohin der Weg geht. Auch da darf ich mich zeigen, da darf ich vorangehen. So, was haben wir jetzt hier für das Seelenkollektiv zum Vollmond am 28.10.? Ich bitte um eine klare und deutliche Botschaft zum Vollmond am 28.10. Wo dürfen wir vorangehen als vielleicht sogar auch Priesterin der neuen Zeit, wobei das der neuen Zeit wird jetzt momentan überall hinten mit dran gehangen, also ja. Welche Botschaft hat der Vollmond für uns? Jupp. So, da haben wir es. Ich lege die Karten erst einmal aus und dann schauen wir uns die gemeinsam an. So, bevor wir jetzt hier anfangen aufzudecken, schauen wir uns mal die Unterseite an. Wow! Die 10 Kelche, wow, wie schön ist denn das, bitte schön. Hier, Happy Family Life. Life is life, Happy Family. Und hier du als Priesterin in einer liebevollen Verbindung. 10 Kelche, ich glaube, ja, ich weiß nicht, wer sich das nicht wünscht. Das ist so ziemlich der wundervollste, glücklichste Aspekt, den es hier im Tarot überhaupt gibt. Lass uns mal schauen, was hier das Thema ist. Der König der Kelche. Und zwar hier
Ich weiß nicht, in diesem Deck, ich glaube, du weißt es auch, gibt es die Könige in zwei Varianten. Und wir haben hier die weibliche Form des Königs der Kelche. Dieser König der Kelche ist durchlässig. Er ist aber auch gleichzeitig ein Fels in der Brandung. Er ist mit seinen Emotionen, Gefühlen verbunden und diese können Wellen schlagen. Dieser König der Kelche steht hier auf sicheren Füßen. Der ist mit dem Herz bei der Sache, der ist voll mit Liebe. Super schön, mittlere Karte ist auch wieder wie die 10 Kelche hier eine Energie, die dich in dieser kompletten Vollmondzeit trägt. Also es ist so ein bisschen mit eine Hauptenergie. Das Unbewusste. Die 9 Scheiben. Das Unbewusste. Hier mit den 9 Scheiben zeigt sich das, was du jetzt ernten darfst. Die 9 Scheiben, hier haben wir die Ernte, das in sich selbst ruhen, das genießen, das Leben feiern voller Freude. Die 9 Scheiben ist allerdings auch immer so ein bisschen der Aspekt des Singles. Aber kein trauriger Single, sondern hier ein in sich erfüllter Single. Demzufolge kann ich dir jetzt hier noch gar nichts weiter sagen, ob du hier einem König der Kelche begegnest, weil wir haben hier auch die 10 Kelche, oder ob das alles Aspekte und Energien in dir sind. Kann natürlich auch sein, weil wenn du hier als Priesterin der neuen Zeit vorangehen darfst, in welchem Aspekt oder Bereich deines Lebens auch immer, so kannst du auch hier ein Fels in der Brandung sein für andere. Du kannst für andere da sein, vollkommen liebevoll, denn das Wissen und die Weisheit und all das in deinem Leben hast du dir selbst erarbeitet. Auch wenn das gerade mal noch Aspekte sind, die dir noch nicht so ganz bewusst sind, doch hast du hier ein sehr, sehr stabiles Fundament, auf dem du aufbauen kannst, Energien auch, aus denen du schöpfen kannst. Was haben wir denn hier im Bewusstsein liegen? Aha, wird es schon ein bisschen ruckelig. Wir haben den Ritter der Schwerter. Da geht es um Entscheidungen. Da geht es darum, etwas Neues zu lernen. Hier geht es um Gedanken. Der Ritter der Schwerter, der ist manchmal ein bisschen sehr schnell. Wenn der auf dem richtigen schnellen Pferd sitzt, dann rennt der mal ganz zackig alles über den Haufen. Also der kann auch ein bisschen drüber sein. Vielleicht sind hier deine Gedanken, weil es liegt ja oben im oberen Bereich, haben wir oftmals auch die Gedanken im Kopf. Vielleicht triffst du vorschnell eine Entscheidung oder es geht hier darum, wirklich eine schnelle Entscheidung zu treffen. Mit dem Ritter der Schwerter ist aber immer so ein bisschen die Tendenz hier zu vorschnell auch zu entscheiden. Also atmen, hier für dich selber Fels in der Brandung sein. Was ist vergangen und darf sich erlösen? Ein Ass der Scheiben. Ein Same, den du gesetzt hast, der jetzt erblühen möchte. Und vielleicht hältst du an diesem Samen fest. Das Ass der Scheiben ist etwas Handfestes. Das ist etwas, was sich materialisieren möchte. Etwas, was wirklich physisch in die Welt kommen möchte. Jetzt haben wir ja hier die Ernte und wir haben hier die Entscheidung. Wir haben dich als Fels in der Brandung. Mit dem Ass kann es hier sein, dass du eine Entscheidung getroffen hast, dass du einen Samen ausgewählt hast und
dieser Same sich jetzt nach und nach manifestiert und entfaltet. So, jetzt geh mal nach draußen, seh mal einen Samen, da passiert nicht viel. Also es gibt ganz, ganz wenige Gemüse oder ja, Gemüsesorten, die du im Winter aussehen kannst. Das wird erstmal eine Weile dauern, bis dieser Same wirklich beginnt, sich zu entfalten. Und ich glaube, du darfst diesen Samen, den du da in die Erde gegeben hast, jetzt loslassen. Vielleicht hast du hier, ich habe ganz am Anfang gesagt, Neumond ist Samenlegung. Vielleicht ist das der Same hier vom Neumond. Die Einladung an dich ist, bitte lass diesen Samen sich entfalten. Und schau nicht permanent, tagtäglich, wie groß ist dieser Same schon gewachsen. Das Gras wächst erstens nicht schneller, wenn du dran ziehst, und zweitens, das Gras ist genauso wie die Bäume. Das stellt jetzt so ein bisschen mehr um auf Winterruhe. Also lass diesen Samen in Ruhe. Lass ihn los. Er wird sich entfalten. Er wird diesen Weg finden. Er wird dieses Portal hier auch, durchschreiten, sich entfalten und dann dein Leben bereichern, könnte ich mir gut vorstellen. Was ist neu? Das Zuhause bei dir ankommen. Das Zuhause. Die vier Stäbe ist die Hochzeit. Vielleicht eine Zeit jetzt der Feste, es fangen bald, jetzt haben wir erstmal noch November, aber dann später fangen die Weihnachtsfeiern an, man sitzt gemütlich zusammen, auch das im Außen sich treffen wird mehr und mehr nach innen verlagert, es wird kuscheliger, kommt mir gerade hier in den Sinn. Und so darfst du vielleicht auch in dir dein Zuhause jetzt ein bisschen kuscheliger gestalten, so dass es zu dir passt, so dass du ja dich wohlfühlst, heimelig fühlst. Und dennoch freudvoll auch am Leben teilnimmst. Vielleicht magst du dir ab und an mal eine Freundin, einen Freund einladen und ihr sitzt, wenn du hast, am Kaminfeuer, trinkt einen Kakao, keine Ahnung. Aber hier geht es um das gemütliche Zuhause, um das in dir zu Hause sein und um das, ja, sich auch so ein bisschen einkuscheln. So, also ich finde es bisher richtig, richtig schick. 10 Kelche, das kann natürlich auch sein, dass du hier mit deinem Liebsten, deiner Liebsten, dein Zuhause neu gestaltest, da neu aufbaust. Vielleicht war der Ritter der Schwerter hier eine Entscheidung, wirklich hier etwas gemeinsam zu tun. Und wie gesagt, vielleicht bist du hier aus dem Single-Dasein mit einem Herzensmenschen jetzt zu Hause angekommen. Wir schauen mal, also ich finde es besonders schön. Was haben wir denn hier? Ach, guck mal. Eigentlich sollte jetzt hier etwas liegen, was dich unterstützt. Finde ich sehr spannend, dass sich hier jetzt die 8 Schwerter zeigen. Das ist so, ja, diese Gedanken schleifen. Du fühlst dich in dir gefangen. Ich finde es auch spannend. Wir haben hier 2-mal Schwertkarten liegen. Und es kann sein, dass mit dem Ritter der Schwerter hier eine Entscheidung getroffen wurde, wo du jetzt im Nachhinein merkst, das war vielleicht so ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Die 8 Schwerter, das ist immer so, man fühlt sich gefangen in sich, man fühlt sich handlungsunfähig. Vielleicht
ist es auch so ein bisschen wie so eine Art Traurigkeit, die da aufsteigt, weil es hier ja auch darum geht, diesen Samen loszulassen. Und für den einen oder anderen kann es durchaus sein, dass hier das Single-Dasein wirklich ein Single-Dasein ist und du dir hier einen König der Kelche ja wünschst in deinem Zuhause. Und die 10 Kelche, das ist vielleicht etwas, wovon du träumst und du fühlst dich ja außen vor, einsam und du weißt gerade gar nicht, jetzt wird es kühler draußen. Klar, es gibt Weihnachtsmärkte, Weihnachtsfeiern, aber ja. Du sitzt in einem Käfig, der hier geöffnet ist und du bräuchtest einfach nur mal deine Flügel nach innen zu nehmen, durch diese Gitterstäbe hindurch und du könntest aufstehen und könntest deine Flügel ausbreiten. Und der Vollmond leuchtet ja auf unterschiedliche Aspekte und da leuchtet er jetzt für dich hier auf diese 8 Schwerter und da gilt es hinzuschauen. Wo hast du vielleicht einen Glaubenssatz, ein inneres Gefühl, wo du dich nicht selber gesehen fühlst? Das Ding ist aber, du erkennst dich selbst nicht. Also wenn du einen Spiegel hättest, würdest du sehen, dass dieser Käfig offen ist. Oder wenn du deinen Kopf heben würdest, würdest du sehen, dieser Käfig ist offen. Du könntest aussteigen aus diesen Gedankenmustern. Was haben wir denn hier zur Klärung? Es ist spannend. Die Zweifel, nochmal Schwerter. Ja, die Zweifel. Wie soll ich dir jetzt bitte hier zur Klärung Zweifel erklären? Vielleicht hängst du auch zwischen zwei Entscheidungen. Und du weißt nicht, bleibe ich jetzt Single, bleibe ich alleine, gehe ich irgendwo unter Menschen, dass ich hier jemanden finde, was, wenn du gefunden wirst? An was zweifelst du? Wo bist du gerufen, vorzutreten und zu führen? Wo bist du gerufen, hier in Aktion zu treten? Weißt du, dieser König der Kelche, der kann dich vielleicht gar nicht finden, wenn du da in deinem Schneckenhaus hockst. Du kannst von diesen 10 Kelchen träumen, dich immer wieder entschließen, jetzt gehe ich vor, jetzt. Das Ding ist, wenn du das nicht tust, wird nichts geschehen. Weil du möchtest doch hier bei diesen 4 Stäben ankommen. Was ist denn der Impuls deiner Seele? Die Herrscherin hier. Same, same, die Priesterin. Jetzt möchte etwas Neues geboren werden. Dein Licht möchte geboren werden. Du darfst die Herrscherin in deinem Leben sein. Und du darfst, ja, diese majestätische Ausstrahlung sein, in die Welt hinein leuchtend, sodass du gefunden wirst. Sehr spannend. Bist du eine Herrscherin oder bist du eher hier so, das Mauerblümchen. Das Geschenk des Mondes. Der Magier. Ein Neuanfang. Ein kraftvoller Neuanfang. Und ich könnte mir vorstellen, dass du mit diesem Magier hier in dir, mit dieser Energie, beginnst
zu reflektieren, tiefer zu reflektieren und genau hinzuspüren. Okay, wenn ich hier in mir zu Hause bin, dann kommt vielleicht das, was ich in der Vergangenheit hatte, nicht nochmal aufs Tablett, sondern ich entscheide mich hier neu. Ich entscheide mich wirklich konstruktiv, mein Leben zu gestalten. Weil wenn du in dieser neuen Scheibenenergie bist, in der Herrscherinnenenergie, ziehst du ganz andere Menschen in dein Leben. Und vielleicht zweifelst du gerade an dir selbst, an der Entscheidung, hier etwas neu zu kreieren. Bitte, 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 habe Vertrauen. Habe Vertrauen in dich und in deine Seele. Denn der Vollmond schenkt dir hier, ich würde fast sagen, eine neue Chance. Und vielleicht gehst du auf eine Halloween-Party. Verkleide dich nicht zu doll, so dass es immer noch ansprechend schön ist, und erlaube dir, dass du gefunden wirst. Geh nicht als graue Maus, geh als Herrscherin und wisse, dass dein Licht diesen Raum erfüllen möchte. Tritt hervor, nimm deinen Platz ein, öffne dich, zeige dich und lass dich finden. Das ist ja mal eine sehr interessante Energie, das hatte ich, sowas hatte ich auch noch nicht. Lassen wir mal so stehen, bedenke bitte, wie gesagt, es ist ein allgemeines Reading und ja, zeig dich. Komm gut bei dir, in dir zu Hause an und erlaube dem Leben, dass es dich sieht und dass du gefunden wirst. Alles, alles Liebe zu dir.